So, erstmal einen wunderschönen guten Morgen. Ihr habt ja schon ewig nichts mehr von uns gehört. Ich habe den Kanal jetzt umgebaut und jetzt heißt der Kanal auch TreeBears, so wie wir halt eben auch heißen, wenn wir zusammenarbeiten. Und wir werden jetzt auch die Videos so ein bisschen mehr auf uns drei zusammenschneiden. Das heißt, wir werden jetzt so mehr Janosch, Daniel, Mario Content hier drauf haben, weil ich das einfach viel, viel schöner finde. Und ja, ich muss sowieso ein bisschen umbauen. Ich möchte ein bisschen generell umbauen und werde jetzt auch versuchen, für TikTok so ein bisschen shortsmäßig auf meinem Kanal, auf dem bleibt es auch auf Achkatzel, und dann die schönen Videos oder die langen Videos dann hier, und ich hoffe, dass ihr da so auch Bock drauf habt. Ich fahre jetzt erstmal zu Janosch. Wir haben jetzt vor, ich glaube, irgendwie ein Beet oder sowas bei ihm zu erstellen. Arbeitstechnisch ist jetzt gerade nichts. Aber ja, das ist jetzt der aktuelle Plan. Also es gibt, glaube ich, wenig Sachen, die wirklich schöner sind, als durch Ostfriesland mit dem Fahrrad zu fahren. Also diese ewigen Weiten hier. Ich bin mega begeistert. Also eigentlich hatte ich vor, Steine zu holen, aber deine Frau hat mir dann ja wieder einen Haufen Geld in die Hand gedrückt, damit ich mich mit dir beschäftige. Und ja, wir müssen Ole jetzt im Abholen. Der bringt einen Leihwagen weg aus Oldenburg, deswegen verzögert sich alles ein bisschen. Teichanlagen Hanhard, hier nochmal einmal Werbung, oder? Teichanlagen Hanhard, wenn ihr einen geilen Teich wollt, dann geht zu ihm. Da steht er. 1 Ole. Freust du dich, Ole zu sehen? Das muss mir jetzt echt auf die Nerven gehen. Wie entspannend findest du es jetzt, dass wir auf Ole warten dürfen? Ich bin gleich episch. Cool, oder? Lass mich nicht mehr stressen. Nächste Woche geht die Arbeit wieder los. Die bumsen mein Gehirn sowieso wieder auseinander mit ihrem Schwachsinn. Ja, wenn ihr das seht und arbeitet, ist mir scheißegal. Es ist so viel Schwachsinn da. Was wolltest du sagen? Ich rede mich gerne in Rage. Ich kann auch ja, das wäre gut. Das hier ist das Internet. Das Internet freut sich, wenn sich jemand aufregt. Ja, ich weiß. Das Internet ist aber auch ein erbärmlicher Ort. Manchmal. Manche Orte sind ziemlich lustig. Manchmal sehe ich so ein paar Memes und denke so, danke, dass es das Internet gibt. Dann sehe ich wieder irgendeinen NPC-Stream und dann würde ich einfach gerne um mich feuern. Junge, das ist aber auch unfassbar schlimm. Junge, was ist nur los mit der Welt? Was mich interessieren würde, was Leute an NPC-Streams toll finden. Ja. Ich finde die unfassbar schlimm. Tut mir leid, alle, die diesen NPC-Streams, die da auch noch Geschenke reinschicken und so, ihr seid absolute Loser. Ihr seid nicht mehr ganz frisch in der Birne. Sorry, das verstimmt mit euch nicht. Sowas kann man nicht unterstützen. Hier gibt es bestimmt Menschen bei, die das gucken. Und ich will wissen, warum. Ich will wirklich wissen, warum. Und wenn jemand das unterstützt und da Geld hinschickt und ich verliere sofort den Respekt. Wie kann man diesen Leuten da auch noch Geld schicken für so eine Scheiße? Ja, nee, man muss sich mal auch klar was ansprechen. Ja, klar. Bin ich voll für. Heutzutage wird ja alles mit Samthandschuhen angefasst. Hier waren ja. Hier sind Blätter grün. Katastrophe! Kauft euch kein Sanyong! Kauft euch einfach ein richtiges Auto. Was ist denn passiert mit deinem Auto? Nach 34.000 Kilometern Turboladerschaden, liegen geblieben, abgeschleppt worden. Und der hat ja 5 Jahre Garantie und eine Mobilitätsgarantie. Aber der Hersteller sagt, wir bezahlen den Leihwagen 5 Tage und keine Sekunde länger und weigern sich und geben auch erst eine Garantiereparatur nach 2,5 Wochen frei. Ja, wann ich mein Auto wiederkriege, jetzt steht er seit 2,5 Wochen. Zu rechnen ist frühestens in 3 Wochen. Ich habe jetzt kein Auto mehr. Ach, scheiße. Ja. Herzlichen Dank dafür. Und trotzdem hast du noch gute Laune? Fast? Nein. Das ist auch ein Haufen. Du bist ein Haufen. Fühlt sich unwohl, wenn ich dich einfach nur filme, ohne was zu sagen? Ja, eigentlich ist es mir scheißegal, wie mir eigentlich vieles scheißegal ist. Okay. Ja. So, da ist ein Konzept zu bringen, wäre. So, was hat Ole jetzt vor? Ole geht jetzt an sich rumspielen.
So dumm. Oder tut uns einen Gefallen und geht den Scheiß darauf baggern. Hab ich doch im Blick, Junge. Was sagst du? Das wird schon schwer genug sein. So, erzähl, was haben wir vor? Ja, ich hatte hier ein paar alte Zypressen stehen, die habe ich weggehauen, weil die tot waren. Wir? Wir haben die weggehauen. Und jetzt habe ich mit einer Wurzelfräse die restlichen Wurzeln rausgemacht und jetzt haben wir noch ein paar alte Findlinge, die wollte ich halt zum Brandung nutzen und dann wird da ein Kräuterbeet mit einem Baum drin. Das wird wunderschön. Ja, Kuckuck, da bin ich doch nochmal. Und zwar, die Sache ist, ich habe dieses Video jetzt komplett nur mit Handy gefilmt. Also Handy und Gimbal, aber sonst nichts. Sonst habe ich ja immer aufgefahren und versucht irgendwie ein bisschen mit sehr viel Schnickschnack und sowas alles. Dieses Mal komplett kein Schnickschnack weg. Und mit Handy geschnitten auch. Also schreibt mir das drunter, wenn euch das gefallen hat. Weil so kann ich natürlich Videos auch schneller mal eben zwischendurch machen. Und ja, jetzt fahre ich jetzt mal weiter nach Hause. Da sind wir jetzt erstmal für heute durch. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht.